So, wir machen jetzt nur auf dem Boden was mit dem Wackerboard. Und zwar auch wieder Tabata, 8 Runden, jeweils 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. So, die erste Übung. Die erste Übung mache ich mal vor. Ansonsten muss ich mir immer in den 10 Sekunden Pause die Zeit nehmen, um euch das zu erklären. Die erste Übung ist hier. Rechts, links, ja? Rechts, links. Weil die Übung kommt immer wieder. Dann kommt eine andere Übung, dann kommt wieder die Übung. Dann kommt eine andere Übung und dann kommt immer die. Aber immer im Liegen, ja? Ich mache jetzt meinen Tabata-Timer an, damit ich den auch sehe. So, wir fangen an. Wie gesagt, mit der ersten Übung. Guckt, dass ihr die Beine schön gerade nach rechts gestreckt nach rechts und haltet sie ruhig auch da, ja? Wir fangen an in 18 Sekunden. Die Hände schön unter der Schulter, das ist ganz wichtig. Und da bleiben wir auch während der Übung. Ja? In 6, 5, 4, 3 und los. Dahin halten. Zur anderen Seite halten. Ja? Der Druck bleibt auf den Händen. Ihr geht mit dem Popo nicht nach oben. Zurück. 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 Nächste Übung. Unterarmstütz seitlich. Hier hoch. Halten. Und Beinchen heben. Andere Seite, ich muss jetzt mal improvisieren, ich will euch da anschauen. 3, 2, 1 und los. Das ist der kleine Stern, den wir hier machen. Sehr schön. Und wir gehen wieder in die Übung, die wir gerade hatten. Ja? Wieder schön seitlich, rechts, links, die Beine rausschieben. Und dahin, zurück. Und dahin, zurück. Dahin, zurück. Und dahin, zurück. Dahin, zurück. Zurück. Sehr schön. Wieder Unterarmstütz, seitlich und hoch. Und wir gehen hier seitlich und wieder hoch. Und go. Nach hinten boxen und wieder hoch. 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 Sehr schön. Andere Seite. Ich muss hier mal arbeiten, ne? Ich möchte euch ja sehen. So. Und nach hinten boxen und wieder hoch. 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 Sehr schön. Und nochmal das gleiche. Wieder in die Liegestützposition. Und go. Sehr schön. Letzte Übung. Was soll es sein? Liegestütz. Mit breiten. Hier, könnt ihr euch festhalten. Und.
das war jetzt ein kleines Tabata-Workout mit dem Wackerboard. Auch besonders gut geeignet, wenn man nicht so viel springen kann. Wobei das Wackerboard ja wirklich schon beim Sprung viel an Belastung nimmt. Aber es ist auch gut, wenn man eine Wohnung hat zum Beispiel. Und er hat unten, ich will spät abends um 10 Uhr was machen und hat noch Nachbarn unten, dann eignet sich das natürlich viel besser, weil dann machen wir weniger Krach mit. Ja? So, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit diesem Workout.